Ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zu meiner ersten Folge Clash Royale. Eher gesagt, ganz früher, ich weiß gar nicht, ob ich die noch online habe, hatte ich ja mal 2 FPS Clash Royale Videos. Aber ihr seht, zu Heiligabend ein neues Handy bekommen. Jetzt geht's besser. Und das war gerade in-game der Lag. Hier seht ihr mal meine Statistiken. Wir werden diesen Account hier in nächster Zeit öfter sehen. Die Ältesten, ihren Clan. Einige gute Jungs. Diese Saison bin ich halt nicht gerade hoch, der Gottes Walrus, weil ich auch vor Heiligabend nicht spielen konnte, weil mein altes Handy das Spiel nicht mehr gepackt hat. Deswegen, yay. Und ihr seht schon, da fragt man Supercell, yo, ich will mal mit Clash Royale so beginnen auf YouTube. Welchen Modus könnte ich da denn zuerst zocken? Und die Antwort kommt sofort. Ja. Die 2019er XXL Challenge. An sich muss ich sagen, Draft ist mein Lieblingsmodus. Ist wahrscheinlich auch mein bester. Ich denke, ich bin okayer Spieler. Hier ist mein Main Deck, hier sind meine Statistiken so. Ich spiele fast 3 Jahre inzwischen. Riesenskelett als Lieblingskarte stimmt auch. Turniere schon seit die verändert wurden nicht mehr gespielt, lol. Und wie ihr seht, Battle Pass User. Und wir zocken heute einfach hier ein bisschen rum. Im Schweinerennen zuerst. Was ich halt ein bisschen doof finde, ist, dass wirklich, ich glaube, der erste Draft war schon scheiße, dass fast alle neuen Modis, die dieses Jahr dazugekommen sind, daraus bestanden, dass irgendwas immer wieder mal gespawnt ist, während man kämpft. Ich meine, das sieht man ja auch hier. Wir haben das mit Mauerbrecher, Holzfäller und Königsschweinchen. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch eins ist. Ich weiß nicht, mit Lavahund, Inferno Dragon, Minion Horde? Könnte ganz geil sein. Es kann auch sehr gut sein, entweder schneide ich das ein bisschen zurecht oder es kommt in mehrere Videos oder sowas, weiß ich nicht genau. Ich habe eigentlich schon was hier aufgenommen. Das Problem ist, dass hat sich selbst gelöscht. Er gesagt, selbst gelöscht. Es hat einfach irgendwas gar nicht geklappt. Wo wir gerade von gar nicht geklappt reden. Der Anfang ist mir nicht sympathisch. Aber mein Deck auch nicht. Das schmeckt mir ehrlich gesagt nicht so. Ich weiß, fragwürdiger Lavahund, aber ich hab halt ehrlich gesagt nicht wirklich was. Ich hoffe nur, die Rascal Girls. Ach, scheiße. Ich hab gehofft, die gehen auf den Lava und super erstes Match. In der ersten Aufnahme hatte ich fast alles gewonnen. Dadurch einen einzigen Kampf verloren in der vorherigen Challenge. Oh, die Rocket nicht gut für ihn. Gar nicht gut für ihn. Und grottenschlechter Royal Giant. Der war absolut bescheiden. Und so schnell kann das gehen. Es sieht super aus für mich. Die Lava-Pups vom ersten Hund leben immer noch, helfen mit. Mein Stuff da drüben ist immer noch am Laufen. Achtung, Fire Spirit Predict, schade. Aber es sieht ja wirklich sehr gut aus. Ich würde denken, damit stehen wir 1-0 in der Challenge. Meine Emotes seht ihr hier. Mein Favorit ist natürlich, weil ich bin. Große Überraschung. Ich denke mal jetzt, wir wollen uns mal nicht beschweren über das kleine M da in der Ecke, ne? Also ich muss gucken, letztes Mal hat nach 20 Minuten die Aufnahme gesagt, kein Bock mehr. Ach, viele finden Hexe sehr schlecht, aber ich muss sagen, ich finde sie immer noch auf jeden Fall okay. Musketier hingegen finden viele deutlich besser als ich.
Also ich weiß, den Draft hätten jetzt einige anders gemacht. Vermutlich außer dem Packer-Draft hätte man gut und gerne auch alle anders machen können. Bei dem Packer oder Tesla finde ich es schon relativ eindeutig. Die Goblins dürften das gut hinbekommen. Der Erdbeben stinkt mir aber. Andererseits habe ich ihm einen Tesla gegeben. Ja, die Hexe wird sterben. So. Auch mit der Flugmaschine finde ich gerade ein bisschen blöd, weil die hat halt gefühlt denselben Nutzen wie der Dart Goblin. Bloß, dass sie noch fliegt. Hätte jetzt keiner gedacht, Leute, ne? Clash Royale Experte wieder am Start. Die Flying Machine fliegt. So. Ich wollte gerade sagen, bisher keinen Schaden genommen. Das wäre allerdings eine Lüge gewesen, wie ich gerade merke. Okay, ich weiß nicht, ob die Goblin Gang von ihm wirklich... Oh Gott, das ist gerade ganz mies. Der war sehr seltsam, der Erdbeben, ich weiß. Und vor allem dieser Magic Archer da hinten. Aber die Valkyrie, die macht Ehre. Und zack. Mein Handy vibriert komisch. So, das war jetzt aber wirklich sehr, sehr schön für mich. Ich predict einfach mal. Schade, ich habe gehofft, er setzt noch ein Tesla. Guten Tag, mein Junge. Was willst du gegen Jesus machen? Und was laber ich gerade? Also ich muss mal gucken, es kann sein, wenn ich Leute finde, die mitmachen würden, dass auch mal was mit anderen kommt. Das Problem ist, irgendwelche Challenges gegen andere oder so sind immer relativ schwer. Und das klingt jetzt arrogant, aber sie sind vor allem schwer, weil ich in meinem Bekanntenkreis nicht wirklich Spieler habe, die auf meinem Level sind. Das klingt arrogant, aber ich kann es nicht anders formulieren, ohne dass es unwahr wäre. Oh, war der gut, der Royal Giant? Ich weiß ja nicht. Die ganzen Hogs und der Goblin. Und damit haben wir das 2:0 im Schweinerennen. Super bananige Schnitzeljagd wieder. Nein, ich verstehe nicht, was ich rede. Für den letzten Kampf hier kriegt man, also für den allerletzten, oh, das ist zwar sehr riskant, weil E-Dragon hat er jetzt logischerweise. Hätte jetzt keiner gedacht, das Genie ist am Start. Oh, ich hasse es eigentlich schon, gegen Skelett fast zu kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Genau wie gegen Princess. Oh, der Gegner hat so ein richtig ranziges Deck, ich habe gar keinen Bock auf den Kampf. Oh, Goblin Giant Sparky. Das ist sehr gut. Ja, das gefällt mir. Okay, stellt euch vor, er hätte sich noch einen E-Wizard genommen. Das wäre ganz belastend gewesen. Er hat sein E-Dragon gespielt. Die Defense wird jetzt vermutlich nicht einfach... Okay, er macht's schlau. Er macht's schlau und geht offensiv. Das ist sehr gut für ihn. Oder Ehrenfunky. Spaghetti-Eis. Meine Aussagen darf man hinterfragen, ja.
Gott, das ist so schlecht gerade für mich. Okay, mein Turm ist down. Der Turm ist down, da kann ich nichts mehr dran ändern. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, dafür zu sorgen, dass es nicht schlimmer wird. So, mit dem Goblin Giant im Winkel. Bringe ich ihn auf jeden Fall in eine relativ unschöne Situation. Der Sparky kriegt noch einen Hit raus. Noch. Oh Gott, der tut mir gerade leid. Jetzt hat er auch noch das. Jetzt hat er auch noch den E-Dragon verloren. Das wird's gewesen sein. Er kann nichts mehr machen. Der Kampf ist entschieden. Und wieder gewinnt Gottes Walross. Mit 3 zu 1. Sehr schöner Anfang. Und war das. Was war gerade das? Ich hoffe, man hat mich gehört, aber irgendwie meine Stimme ist für eine Sekunde weggeschissen. Ja, nicht sonderlich viel gespielt aufgrund der ganzen Sache mit, dass ich bis Heiligabend nicht spielen konnte. Und nach Heiligabend sind wir sofort weggefahren zu meinen Großeltern, wo ich kein Internet hatte und dementsprechend nicht spielen konnte. Auf Deutsch habe ich diese Saison bisher nicht gespielt. Drachenjagd mit eigenem Deck. Ich nehme mein Main Deck immer für sowas. Mein Main Deck hat. Ich glaube, die war misplaced. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gar nicht versucht, den Dragon zu bekommen. Weil, wenn ich eine Sache über diesen Modus schon gelernt habe, es ist nicht immer unbedingt das Beste, den Dragon zu bekommen. Er kann ein Vorteil sein, aber zum Beispiel jetzt hätte ich einfach, wäre die Situation ein bisschen anders gewesen. Es könnte ein Inferno-Dragon rauskommen. Und dann kann ich einfach einen E-Magier setzen und dann hat der Gegner Fett Elixier ausgegeben. Ist im Nachteil. Das ist meins. Hier jetzt zum Beispiel, dieser E-Dragon bringt halt ehrlich gesagt nichts. Ich meine, er hat den Tesla zerstört, aber... So. Schade, ich habe gehofft, der Magier kriegt nicht noch einen Hit. Ich werde auch zur Sicherheit nach diesem Kampf mal die Aufnahme beenden und eine neue anfangen. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Ich habe keine Ahnung, ob ich vielleicht nur irgendwie 20 Minuten machen kann oder ob das letztes Mal einfach ein Fehler beim Programm war. Aber wie gesagt, lieber auf Nummer sicher gehen. Unlucky für mich, er hat den Dragon noch bekommen. Aber was bringt ihm sein Dragon in dieser Situation? Guck mal, sein Baby Dragon nützt ihm gar nichts, wenn sein Turm fällt. Ganz schwacher Bomber, obwohl... Okay, ich dachte, der Dark Prince charge noch an den Turm. Und ich habe noch nicht mal mein Riesenskelett genutzt. Ja, der Kampf ist auch wieder entschieden. So, das Riesenskelett kann ganz gut regeln. Die Bandit holt sich den Tesla. Die Pfeile wurden während meiner Abwesenheit schön gebufft. Das hat mir sehr gefallen. Also Abwesenheit halt die Phase, wo ich nicht spielen konnte, versteht man hoffentlich. Schon zu Anfang des Monats. Pfeile spiele ich auch schon ewig. Genau wie Riesenskelett. Und die Banditin hatte auch keine Ahnung, was sie mit dem Leben anfangen soll.
So, wir machen gleich weiter. Ich fange nur eine neue Aufnahme an. Ja, es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Die zweite Aufnahme, die ich gemacht habe, hat sich mittendrin abgebrochen in der Drachenjagd. Wir sind jetzt bereits hier in der Mini-Sammlungsherausforderung, aber es geht ja nur darum, ein bisschen Gameplay zu zeigen, deswegen scheiße ich drauf, ich lade das hoch. Auch wenn ihr echt schön Trash-Talk verpasst habt. Eine Niederlage habe ich aber auch nur, weil mir gerade aufgefallen ist, dass die Aufnahme nicht gelaufen ist, da habe ich hier dem Gegner einfach den Sieg geschenkt, 0-3. Bin rausgegangen, hab geguckt, was los ist aus der App, hab einfach nebenbei den Kampf. Hat der Gegner halt geschenkt bekommen. Wir sind im Mini-Sammlungsbereich des Kampfes und konnten fast mein Main-Deck zusammenbauen, nur mit Tesla statt Infernturm und Musketier anstatt Elektromagier. Und eine Chance hatten die Gegner bisher nicht. Außerdem habe ich das kleine M am Rand verschoben. Und jetzt wieder. Über diese Combo da, mit der ich gerade den Dark Prince Charge an Turm bekommen habe, habe ich auch schon philosophiert darüber, dass viele echt nicht damit klarkommen, wenn man... Oh, das könnte problematisch werden. Wenn man eben Miner und Dark Prince derartig kombiniert. Sie versuchen dann irgendwas zu setzen. Es rennt zu Miner und der Dark Prince kriegt seinen Charge an den Turm. Ich überlege gerade auch, ob es noch eine Sache gibt, die relativ wichtig wäre, die ich gesagt habe. Ich glaube, den tollen Tipp, wenn man gegen mich kämpft, dass ich gegen Minion-Horde große Probleme habe, weil ich nur die Pfeile habe, habe ich schon in dem Teil, den ihr noch kennt, gemacht. Oh, ich habe ehrlich nicht damit gerechnet, dass der Tornado funkt, aber er war sauschlecht. Der Tornado war sauschlecht und man sieht warum. Glückwunsch, du hast deinen King Tower aktiviert. Dass dein Turm dabei noch gefallen ist. Und ich hoffe, mein Bruder kommt jetzt nicht. Ja, ich hoffe, sowas kommt nicht öfter vor mit den Aufnahmen. Ich muss halt gucken, wie ich das mache. Die hat sich einfach beendet und das ist leicht frustrierend. Naja. Ganz, ganz komischer Miner seinerseits. Nicht meinerseits diesmal. Ja, stimmt, ich habe philosophiert, dass ich das deutscheste Clash Royale Gameplay überhaupt machen wollte. Erstmal und vielleicht mache ich auch ein paar Folgen damit. Oh, kack Tesla. Das heißt so viel wie ich rede wirklich. So normale Menschen in Clash Royale reden ja schon auch relativ viel Englisch dabei. Und diskutieren dann zum Beispiel, wie sie das Game gefraut haben, weil sie das Timing vom Lock verschissen haben. Und dann kommt der gute Günther, der, wie ich zitiere mich selber in der Originalaufnahme, der dann seinen Königsriesen und seine Feuergeister in der Nachspielzeit an die Brücke setzt, um den Königsturm niederzustrecken. Vor allem das mit der Nachspielzeit fand ich super. Digga, die Nachspielzeit! Jawoll! Und wir haben geguckt, was für Belohnungen es in den ganzen kleineren Dingern hier gibt. Wir wollen die Wunderheilerin bzw. Kampfheilerin, das ist ein Insider aus unserer Schule. Wir haben da so ein paar Leute, Pingo Magic unter anderem, die gerne Kacke labern, was die Namen angeht. Mit der Challenge will ich so schnell wie möglich durch sein, ich hasse sie. Ich hasse Mega-Touchdown so sehr. Und ich werde jetzt einfach so spielen, wie man in dieser Challenge spielen muss, um zu gewinnen. Wir nehmen noch Nado. Wo ist denn der Fretze? Habe ich den schon? Nee. Dann brauche ich noch den Fretze. Hä? Ach stimmt, die haben den gebannt. Die haben ein paar Karten gebannt aus dem Modus. Seit dem letzten Mal.
Aber was immer. Ich glaube, sie haben Schweinereiter. Ach, Royal Hawks auch. Schweinereiter und Royal Hawks. Und Widerreiterin. Sie haben ja wirklich alles gebannt, was ranzig war. Wow. Das wird aber die Challenge nicht gerade leichter zum Gewinnen machen für mich. Ich kann kein Touchdown. Ich mag es nicht. Ich kann es nicht. Punkt. Am besten jetzt noch hier sowas, 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 sowas und sowas vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich probiere es einfach und hoffe, dass ich nicht eine halbe Stunde brauche für den Ranz. Ich sag's halt echt, wie es ist. Zum achten Mal, ich hasse diesen Modus. Ich kann ihn nicht, da stehe ich zu. Er nervt mich. Ich hätte gerade gern Pfeile. Ich hätte gerade sehr gern Pfeile. Ich hätte gerade... Sieht man, dass ich den Modus gut finde? Ich bin halt fassungslos in solchen Situationen. Deswegen kann ich diesen Modus... Ja klar, setzt er da an dem Moment einen Bombenturm hin. Geht wenigstens auf den. Ich habe auch keine Ahnung, ob mein Deck gut ist. Warum habe ich eigentlich das Gefühl, der wird sich jetzt nur noch hinten einkämpfen? Ja, das ist ganz guter Feuerball-Value. Ich meine natürlich, wir sind hier ja alle sehr deutsch. Das ist natürlich exquisit, ein exquisiter Wert für mein flammendes Gebälle. Da fuck laber ich. Guck mal, ich hab die Dinger auch. Nur natürlich nicht auf der Hand, wenn ich sie brauche. Oh, diese eine Bad muss ich jetzt saben. Diese eine Fledermaus muss ich jetzt knallen. LOL. Er hat knallen gesagt. Was mache ich hier eigentlich? Die 5000 IQ Plays, oh, die Kanone. Meine 5000 IQ Plays haben wohl nicht geklappt. Ist Ach, hat der Spiegel eine neue Animation? Habe ich das gerade richtig gesehen? Der hat doch gerade einen Eisgeist gespiegelt und der hatte eine andere Animation als sonst. Der hatte dafür eine besondere. Ja. Super Kampf, super Modus. Ich hab Bock. Die nächste halbe Stunde hätten wir damit so ungefähr verplant. Es kann gut sein, dass ich auch häufiger die Aufnahmen hier jetzt cutte. Die Grüße von der Virus-Gilde hat noch keiner drauf reagiert. Digga, wir kämpfen gegen Flex King. Diese Starthand! Hilfe! Rettet mich! Ich bin ein Influencer! Holt mich hier raus! Und dann als nächstes der Inferno-Turm. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich das steffen soll. Ich muss das halt so machen.
so die Wunderheilerin. Also es kann schon passieren, dass ich dann hin und wieder einfach, wenn ich Bock drauf habe, solche Insider-Namen, nenne ich es mal, für Truppen aus der Schule von uns verwende. Wie zum Beispiel eben Wunderheilerin. Andere, wie zum Beispiel der Baumstamm, werden sich wahrscheinlich eher weniger durchsetzen. Genauso wie ich mich in diesem Kampf weniger durchsetzen werde. So, das schafft mein Musketier, ansonsten falle ich aber heftigst vom Glauben ab. Übrigens, falls ihr meine Gebäude da noch nicht gesehen habt, willkommen in Touchdown. Das ist der Modus. Gebäude. Jetzt, wo es keine Truppen mehr wie hier Hog Rider und so gibt, ist das der Modus. Ja, das ist natürlich belastendst. Ich muss ein Nado setzen. Ich musste leider auch die Hütte bringen, weil ich mir nicht sicher war. Oh, Kacke. Ich will den Mega Knight. Den großen schwarzen Ritter. Der hat jetzt zum Glück auch gut geregelt. Wir stehen immer noch 1-1 im besten Spielmodus der Welt. Die Gegenlufttruppen machen ihre Aufgabe wunderbar. Ah, ich dachte, der eine Feuergeist schafft's vielleicht. Ja doch, Feuergeist darf ich sagen. Der Blasrohr-Kobold nervt schon immens. Nice! Der Knall hat ihn geknallt! Den Flex King! Und ich mache eine neue Aufnahme an.